Das wird garantiert laut in Mainz. 555 E-Gitarrenspieler sollen Smoke on the Water in die Saiten hauen. Das wäre Weltrekord zum 20. Geburtstag der Kulturfabrik Mainz. Der aktuelle Rekord liegt momentan bei 368 E-Gitarristen in Indien im Jahr 2013. Das schaffen wir doch locker, oder? Wir holen das Ding nach Deutschland. Nach Mainz. Dafür brauchen wir euch. Alles, was ihr braucht, ist eine E-Gitarre. Und so einen kleinen batteriebetriebenen Mini-Amp. Wir haben nämlich nicht genügend Steckdosen für 555 E-Gitarristen. Oder mehr. Oder mehr. Also, wer wenigstens drei Griffe kann und eine E-Gitarre besitzt, ab nach Mainz. Let's rock!